Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn gleich toll. Ich mochte ihr Aussehen, ihre Interessen. Ich habe sie sofort geliked. Wir haben sofort gematcht. Das war so romantisch. Das war der Tag, an dem sie in meine Timeline getreten ist. Klar habe ich weiter getindert. Aber sie war die Einzige, die ich angechattet habe. Also, das hat mich schon beeindruckt. So ein Kerl mit über 400 Followern auf Instagram, das... Wow. Die hat echt was vom Leben verstanden. Jedes Wort ihrer Mail könnte man direkt bloggen. Ich habe gleich getweetet, wie sehr ich ihn liebe. Sie hat dann ihren Status auf in einer Beziehung gewechselt. Da wusste ich gleich, da geht was. Ich weiß noch, das erste Mal, als wir geskypt haben. Das werde ich nie vergessen. Ich habe ihr alles erzählt. Sogar, wie schlecht es mir ging, als ich meine Ex gegoogelt habe und sie auf YouTube mit einem anderen Typen gesehen habe. Zuerst dachte ich, der hängt noch zu sehr an seine Ex. Ich habe dann einen Revenge-Porn gepostet und dann hat sie gemerkt. Er liebt mich wirklich. Also, wir sind heute hier, weil uns ist was Komisches passiert. Wir waren bei mir zu Hause und haben da so eine Serie gebinged, als in der ganzen Straße der Strom ausgefallen ist. Und wir hatten beide nur noch 10% Akku. Mein Handy ist zuerst ausgegangen. Und dann war meins dran. 3, 2, 1% aus. Dann hatten wir Sex. Oh mein Gott, das war so komisch. Ganz ohne Handycam. Und der Moment war einfach verloren. Ja, wir konnten uns überhaupt nicht angucken, wie es war. Es war das erste Mal, dass wir uns so richtig nackt gesehen haben. Also, so in echt jetzt. Wir fanden uns beide hässlich. Danach ging die Krise los. Ja, er hat meine Post nicht mehr geshared und nicht mehr geliked. Und auf Fotos hast du mich auch nicht mehr getaggt. Ihre letzte WhatsApp-Nachricht? Ist 3 Tage her. Ich glaube, wir lieben uns nicht mehr. Wahnsinn, 75 Likes in 5 Minuten. Zieht gut so eine Therapie.